Bettwanzen in der Londoner U-Bahn gesichtet. Die Aufregung um die kleinen Tierchen hört nicht auf. Die Blutsauger waren in den 1950er Jahren weitgehend verschwunden. Jetzt sind sie wieder da und zwar gefühlt überall in Frankreich, in der Metro, im Kino und im Hotel. Gründe für die Zunahme sind angeblich Reisen, Secondhand-Mode und die wachsende Resistenz der Tiere gegen Gift. Die vielen internationalen Berichte über die Bettwanzenplage sind ein beginnender Imageverlust für Frankreich. Das könnte schlecht sein für den Tourismus, besonders so kurz vor Olympia. Was denkst du, werden sich die Wanzen in ganz Europa verbreiten?